Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf, wir spielen wieder Hearthstone und ich hab's ja schon mal erwähnt, die Season ist vorbei und ich werde so ein bisschen Season privat spielen und auch mal wieder in Videos, aber wir beginnen jetzt mal diesen Monat mit einer Runde Arena und dafür habe ich mir mal wieder Unterstützung geholt von der wahnsinnigen Jorle. Hallo! Moin! Na, moin. Wahnsinnige Jorle? Ei! Okay, wir haben hier schon aktiviert und wir haben gesehen, wir haben die Wahl zwischen Priest, Mage und Warrior und wir haben uns entschieden schon. Ja, wir haben voll Bock auf den Priester. Yay! Juhu! Den nehmen wir. Okay. Oha. Guck mal, die beiden Links würden gut zueinander passen, ne? Mhm. Mhm. Stimmt. Warte. Ja, wollen wir das in Rubian Egg trotzdem mitnehmen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir nehmen das mit. Auch vielleicht dann mit Inner Fire, wenn wir es vielleicht kriegen und irgendwelchen Buffs noch. Dark Cultist würde ich hier mitnehmen. Natürlich. Reach. Doof. Sollen wir einen Holy Smite mitnehmen? Ja, lieber sowas. Womit wir im Zweifelsfall auch das Eck dann aktivieren können, wenn irgendwas sein sollte. Und naja, geht das überhaupt auf unser eigenes? Ja, Deal 2 Damage. Also sonst ja, würde da wirklich. Deal 2 Damage to an Enemy Minion stehen. Oh, darf ich mein Vision mitnehmen? Mhm. Oder hast du Bock auf was anderes? Nee, ich bin sowieso bei Arena immer mehr für die Zauberkarten, weil man davon immer so wenig bekommt. Also nimm nur das mit. Okay. Oh Gott, also diesen Kobold Geomancer, den braucht er nicht unbedingt, der Priester. Nicht unbedingt. Ja, sollen wir einen Spellbreaker mitnehmen? Ja, der hat wenigstens eine Funktion, ne? Ja, der kann auch ein bisschen silenzen, das finden wir gut. Oh. Oh, ich liebe ja Mind Games, aber das kann so voll nach hinten losgehen. Ja, aber ich würde die mitnehmen. Ich würde die mitnehmen. Weil Sea Giant wäre noch so eine Sache. Ist aber eher einer der mäßig guten Giants, ne? Gibt es doch den anderen, der besser ist. Ich nehme nur Mind Games mit. Jojo, Mind Games. Kommen Sie, steigen Sie ein. Oh, Circle of Healing. Oder nochmal ein Dark Cultist. Ja, aber wenn wir jetzt noch den Orknall kriegen sollten, ist natürlich Circle of Healing etwas, was unglaublich nützlich ist, ne? Ja, pack's ein. Ich nehm's mal mit. Den einen Dark Cultist, den haben wir ja schon. Gerade war noch die Rede von besseren Giants, ne? Das wird immer besser. Tja, also ich würde sagen, also das Ding ist, ich würde jetzt hier zwischen den Giants würde ich den Molten mitnehmen, aber der Big Game Hunter ist auch eine unglaublich coole Karte. Ja, na, falls mal irgendwas anderes Großes auf dem Board liegt. Also, das ist immer das Problem. Kriegt man jetzt in der Arena vielleicht auch das Schattenwort, ne? Oder nicht? Also der Mountain Giant ist ja für die Karten auf der Hand. Also der Priester hat jetzt allgemein davon jetzt nicht so übermäßig viel. Der Molten Giant wäre besser, aber ich finde auch den Big Game Hunter auch nicht schlecht. Ich finde ihn fast besser. Wollen wir den? Ja, ist schwierig. Ja, ich würde den Big Game. Big Game. Ja. Wir haben, der Priester hat doch den guten 6-6er, vielleicht kommt der noch. Divine Spirit. Ja, einpacken. Gut. Gott. Wollen wir die dreckige Abomination mitnehmen? Warte, ich seh's noch nicht. Ach so. Young Abomination. Ja, also diese Young Priestess ist ja eigentlich sehr gut für den Priester. Ja, die ist eigentlich ziemlich gut. Aber die Abomination macht uns auch das Nerubian Egg kaputt. Das wäre ganz gut. Ich finde die auch ganz. Komm, die nehmen wir mal mit. Ja. Oh, okay. Okay, Divine Spirit mit Bomber. Ich seh's noch nicht. Warum denn? So eine Verzögerung, das ist ja komisch. Weiß ich nicht, gerade hakt so irgendwie. Was hast du denn liegen? Sag mir mal. Divine Spirit nochmal, also Double Minions Health oder den Mad Bomber, weil Oasis Snapjaw mit 2,7. Ach ja, jetzt seh ich's. Brauchen wir nicht. Dann lieber. Oh, der Mad Bomber könnte uns aber das Nerubian Egg auch kaputt machen, vielleicht. Ja, und der ist eigentlich generell eigentlich ganz cool. Und wir haben ja schon Divine Spirit vielleicht. Nehmen wir den mal mit einfach? Den hatte ich auch schon lange nicht mehr.
Lass uns den mitnehmen. Der fährt mal mit. Vielleicht macht der mal gute Sachen. Oh, drei gute Karten. Wir haben Powerwall Shield. Siehst du schon? Nee. Powerwall Shield. Den Unstable Ghoul. Der taunt 1-3er, der einen Schaden macht. Okay. Oder Inner Fire. Inner Fire. Ich bin auch für Inner Fire. Weil da können wir Sachen mitmachen. Inner Fire. Cool. Okay. Lepagnome, der Charge Murloc oder der 5-5er Tiger. Ich tendiere so ein bisschen zum Lepagnome. Der Lepagnome war wann Bären nochmal? Das war der 2-1er, der den anderen 2 Schaden macht, wenn er stirbt. Die man so am Anfang noch spielen kann. Ach so. Oder den 5-5er Stealth Tiger? Ja, aber. Ja. Vielleicht den? Ja, ich habe irgendwie Bock auf den. Ja, nimm ihn mit. Nimm ihn mal mit. So, sag mal, wenn du siehst. Jetzt bin ich beim Lepagnome gerade. Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Siehst du es immer noch nicht? Also wir haben jetzt hier, ich würde die Northshire Cleric mitnehmen, die 1-3erin, die eine Karte zieht, wenn man was heilt, weil wir haben sonst den Wolfrider, den 3-1 Charger. Achso, die hast du? Die Klerikerin? Ja, super, Klerikerin. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit, ne? Jetzt bin ich da. Oh jetzt, Gott. Jetzt bin ich da. Vielleicht müssen wir auf andere Technik übergehen. Auf Skype oder so? Na egal. Müssen wir vielleicht mal Cleric gucken. Wenn es schlimmer wird, dann machen wir vielleicht nochmal einen Cut, aber mal sehen. Okay, also Ironbeak Owl, die Eule. Ja. Den Corehound, 9-5er für 7 Mana oder den Murloc für 1 Mana, 2-1, den brauchen wir nicht. Dann eher die Eule. Die Eule, ne? Komm, nimm die Eule mit. Oh, ein Sludge-Belt, Shine Lightwell oder das Nerubian Egg? Alter. Lightwell. Aber der Sludge-Belcher, der ist total OP. Ja, aber der Lightwell kommt vielleicht nicht mehr. Ja, ich weiß, aber dann, ich finde den Sludge-Belcher wichtiger. Oha, Fischi. Der ist Hammer OP, der ist so gut. Ich weiß, wenn aber man der Lightwell. Ja, ich weiß, es ist der Lightwell, aber ich finde, wenn man die Chance hat, muss man Sludge-Belcher mitnehmen. Komm. Oha. Ich lass auch nicht mit mir reden. Shadowward Death? Ja. Mindblast oder Dalaran Mage? Mindblast braucht man nicht. Dalaran Mage, also dann Shadowward Death. Mhm. Da brauchen wir ja gar nicht. Eigentlich brauchen wir noch nicht. Oh, Power World Shield hätten wir hier. Oder das Frost Elemental 5-5. Was einen einfriert. Oder den Fairy Dragon. Also. Power World Shield, Draw Card. Den nehmen wir mit. Ja. Jetzt haben wir noch ein Kärtchen. So, die useless-te Karte auf der Welt, der Magma Rager, 5-1. Dann Lightspawn. Haben wir den Silverhand, ja, oh, du siehst es schon, Lightspawn, sehr gut. Wir müssen den Lightspawn nehmen, weil du hast ja jetzt auch gute Karten mitgenommen für das Doublen von Health und so weiter. Ne? Jetzt pass mal auf. Das ist, also den Blood Knight, den können wir schon mal vergessen. Jetzt haben wir auch nichts mitgenommen, was ihnen da irgendwie hilft. Ja, aber pass mal auf, du würdest ja jetzt den Faceless mitnehmen, ich kenne dich auch. Aber der Echoing Ooze, ne? Wenn wir da noch mehr Leben und ein Inner Fire draufhauen. Ja, ich weiß. Dann kriegen wir 2 davon. Ich weiß. Das ist aber halt sehr, so sehr kartenabhängig. Dann nimm ihn mit. Mach's bevor ich mich hier vergesse. Der Faceless vielleicht. Sollen wir den Faceless mitnehmen? Nein, nimm den Echo. Der andere wird sagt noch was spielen oder so. Oh Gott. Nein, nimm den Echo. Oh Gott. Das ist mal krass jetzt. Oh, okay. Temple Enforcerer, der 6-6er. Einpacken. Ich nehme mal mit, ne? Mhm. Wo du gerade davon sprachst, ne, dass man den Echo in Us ein bisschen aufpimpt, dann kann man das auch damit machen. Yes, yes. Das ist bisher ein ganz gutes Deck, das gefällt mir. Ich würde von den neuen 3 Karten hier, würde ich den Kodo mitnehmen. Mhm. Master Spell ist zwar eine ganz okay Karte, also Coldlight auf gar keinen Fall. Ja, Master Spell, die hat uns auch sehr bei Naxxramas Master geholfen. Ja, aber da war es halt sehr spezifisch. Die kostet auch. Lass uns den Kodo mitnehmen, oder? Das ist eine gute Karte für die Kodo. Arena, finde ich. Aber wir brauchen auch Coldlight Oracle, würde uns auch mal Karten geben, ne? Das ist auch so. Ach, es ist eher eine Schurkenkarte. Mach den Kodo und dann. Okay, Divine Spirit, Double Eminence Health, dann hätten wir 2. Das wäre ganz gut für den Equine Ooze zum Beispiel. Wisp will ich nicht mitnehmen, auf gar keinen Fall. Und mir gefällt es aber auch.
Mir gefällt auch der Gedanke, dass man den Borgen ein bisschen mehr Leben gibt. Ja. No, vielleicht kriegen wir. Wie viele? Wir haben ja jetzt auch schon recht viele. Nee, nimm Divine Spirit. Divine Spirit. Ja, komm. Haben wir zwei davon, ist geil. Oh, Holy Nova auf jeden Fall. Wolf Rider und Frost Elemental sonst. Wir nehmen die Holy Nova mit. Ja, auf jeden Fall. Der einzige AOE-Schaden hier. So, entweder noch einen Tempel Enforcerer oder noch eine Mind Vision. Lieber nochmal ein Tempel Enforcer. Was ist die dritte Karte? Nerubar Weblord. Das ist die, die alle Battlecry-Karten zwei teurer werden lässt. Noch ein Tempel Enforcer, ja? Dann haben wir ziemlich viel starkes Zeug, aber das ist ja auch so viel starkes haben wir gar nicht. Naja. Ja, ich bin so gewohnt, den Zoo-Lock zu spielen. Da ist alles so billig. Oh, noch fünf Karten oder was? Yes. Tja, und die drei sind alle so ein bisschen crappig. Darkscale Healer, 4-5er, der zwei Leben wieder, also der alle heilt. So schlecht nicht. Gerade mit der Klerikerin. Der Taunt, 2-3 mit Enrage, siehst du es schon? Oh Gott. Nee, noch nicht. Taunt ist ein bisschen schlecht momentan, ne? Ja, aber das ist dieser Torrent Warrior, der hat 2-3 und auf Enrage hat er plus 3 Attack. Wobei, den könnte man auch mehr Leben geben, ne? Ich bin für die Darkscale Healerin. Okay. Jetzt fliegt hier gerade so ein riesiges Flugzeug über mich drüber. Was ist hier los? Ich nehme noch den Holy Nova mit, weil... Ja, auf jeden Fall. Oasis, Snapjaw und Dalaran Mage. Keine Frage, Holy Nova. Okay, noch ein Tempel in Forsra. Nee, drei brauchen wir nicht. Mittlerweile brauchen wir aber eigentlich mal so ein bisschen billigeres Zeug. Und da haben wir die Scarlet Crusaderin mit dem Divine Shield. 3-1. Ah, okay. Optimal ist es nicht, aber Mindblast. Nee, also Mindblast nein. Und was haben wir noch? Die zwei anderen Karten sind was? Die Scarlet Crusader mit 3-1 und der Tempel Enforcerer. Nee, dann die Scarlet. So, Novice Engineer zieht eine Karte 1-1. Mhm. Kleiner 1-2er Taunt oder noch ein Lightspawn. Ich bin für noch ein Lightspawn. Noch ein Lightspawn. Cardraw ist zwar geil, aber... Ohohoho! Also Hungry Crab vergessen wir mal. Aber Molten Giant oder Shade of Naxxramas? Ja, denn... Shade. Also, der ist lila? Shade. Ja. Der ist echt lila? Shade. Ich bin jetzt erst bei der Holy Nova übrigens. Molten Giant oder Shade? Ich bin fürs Shade. Ich bin auf jeden Fall fürs Shade. Ja, nehme ich mit. Und damit haben wir das Deck zusammen. Scheiße ist es nicht. Nee, finde ich auch nicht. Wir haben nur wenig Zeug, was am Anfang aktiv... Aber naja, gut, es geht. Es geht. Ich finde es auch ganz okay. Also wir haben jetzt leider nur ein Schattenwort. War das Tod oder war das... Shadowword Death. Und dann haben wir quasi noch ein zweites, was natürlich nicht so geil ist, mit dem Big Game Hunter. Mhm. Kein Pain, das ist ärgerlich, aber es finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Wir müssen nur überlegen, ob wir jetzt vielleicht auf Skype wechseln würden. Ja, müssen wir mal vielleicht probieren. Okay, dann machen wir jetzt einen kleinen Schnitt und dann geht's gleich genau hier wieder weiter. Ja, bis dann. Bis gleich. So, und jetzt müsste es ja eigentlich gehen, ne? Hoffen wir mal. Also, wir haben ein bisschen rumgemacht und ich glaube, wir haben mit der Technik rumgemacht und dann wird es jetzt, glaube ich, funktionieren. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich drücke auf Play. Siehst du das? Mhm. Nice. Gut, dass wir das nochmal gemacht haben, weil sonst hätten wir ja gar nicht spielen können. Dann hättest du ja so hörspielmäßig dir mal anhören müssen, was jetzt gerade passiert. Dann hättest du so Zeichnungen machen müssen. Mal aufschreiben müssen, was passiert gerade, was liegt auf dem Board. Genau. Die wären dann so toll geworden, die hätte ich dir dann auf per Post geschickt. Das wäre so schön. Hättest du dir denn noch anschauen können. Ich würde so gerne Hearthstone mit echten Karten spielen, auf diesem echten Spielbrett. Naja, Magic, ne? Nein! Nein! Hearthstone! Schau dir an, was für tolle Karten wir haben. Also Divine Spirit mit Lightspawn ist natürlich geil, ne? Ja, das ist schon mal eine schöne Kombi. Die beiden weg, ja. Ne? Mhm. Ich meine, die Kombi können wir ja eh erst Runde 5 oder so spielen.
Mind Games. Mind Games. Vielleicht haben wir ja auch, vielleicht hat man ja auch tatsächlich mal Glück mit dieser Karte und man zieht irgend so eine Legendary. Warum spielt er den jetzt? Okay. Kann man noch machen. Ja. Kann man machen. Jetzt die Frage, sollen wir eins davon kaputt machen schon? Mit Smite? Nö. Nicht? Machen noch nix. Nö. Ja gut, aber wir müssen die ja loswerden. Ja, lieber mit einem Minion. Ja, aber mit welchem denn? Und die Smite würde ich jetzt nicht dafür. Das brauchen wir ja vielleicht für unser Nerubian Egg. Ach Quatsch. Das ist doch perfekt jetzt gegen einen Mage, weil das haust du raus und dann macht sie ein AOE und dann haben wir das Egg. Ich würde einfach weiter drücken in Turn, aber. Okay. Also die beeindrucken mich da jetzt auch nicht so. Okay, das war jetzt hart. Ich kann auch nichts machen. Wir können auch nichts machen. Wir heilen uns. Ja. Bombe, ne? Schon sind wir in der dritten Runde und können aber gleich den Lightspawn spielen. Also ich weiß ja nicht. Viel besser. Kommt sie mit irgendeinem Shit, der die gleich tötet. Ich sehe das schon kommen. Ja, dann muss er das erstmal machen. Okay. Wir haben noch einen, ne? Wir haben noch einen Lightspawn. Stimmt. Okay, dann call ich ihn mal, wa? Ja, zack, raus mit dem Biest. Jetzt ist das! Und jetzt bitte nicht. Also, sie wird ja mindestens, wenn sie nichts machen kann, da einen Feuerball draufhauen, ne? Oh, dann muss da aber jetzt schon Feuerball rein, ne? Oder kommt jetzt ein Yeti? Was nicht? Warte. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein Yeti kommt. Pass auf. Oh! Oh, Mana Addict. Ah, die Arcane Missiles, okay. Die habe ich schon vermisst. Oh, nein! Ah! Wir könnten aber. Wir können aber heilen und Divine Spirit spielen. Mhm. Bist du dann auch dafür, so wie ich? Ja. Oder haben wir dann zu Mächtiges auf dem Board, was gleich stirbt mit irgendwas krassen? Ja, weil wir haben ja einen 10-10er, ne? Wie gesagt, er muss dagegen ja auch erstmal vorgehen. Also bis jetzt liegt da noch nichts, also. Nee, ich mach das jetzt trotzdem mal. Meine Sorge ist halt, jetzt haben wir einen 10-10er auf dem Board und den macht er jetzt kaputt mit einem Big Game Hunter oder ähnlichem. Ja, dann muss er den aber auch erstmal haben und spielen. Das heißt ja nicht, dass er den auch hat. Also, mal gucken, wie er drauf reagiert. Er wird ihn wahrscheinlich mindestens einfrieren. Ah, da kommt die Cobra. Fuck. Okay, haben wir Taunt in der Und Nähe? Noch mehr Mirror Image. Ja, damit ist der 10-10er jetzt nämlich flöten. Das meinte ich nämlich, aber na gut. Warte. Ein Kodo. Oh. Das ist. Da braucht man schon Glück, du. Die Chance ist. Warte, wir können die doch silencen, die Cobra. Stimmt! Ach, Pillepalle. Oh, du bist also, so schlau. Bitte dich. Okay, das machen wir schon mal. Alter, damit kann er jetzt nicht kommen. Ja. Swing? Hätten wir vielleicht vorher mit Bomber spielen sollen? Sollen wir den noch spielen? Ja, vielleicht schon, aber vielleicht heilen wir uns einfach nur und dann und lächeln in uns hinein, dass er jetzt die Cobra nicht. Ich will eigentlich unbedingt dieses fucking Holy Smite spielen. Ich glaube nicht, dass wir das für was anderes großartig brauchen. Und dann haben wir hier schon mal weniger von den fucking Taunts. Ich meine, nächste Runde stirbt ja die Eule, weißt du? Ja. Und dann haben wir wieder nur einen dieser Taunts kaputt. Danke sehr. Mach es. Danke. Joa, das war krass mit der Cobra jetzt. Okay. Ja, 4 Karten. Sie brauchen eine andere Antwort. Oder er, Zayna. Oh, kacke. Ja gut, gibt's Schlimmeres? Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Oh, der Ooze. Egwene Ooze. Den behalten wir. Also ich würde den Torn kaputt machen. Den großen. Weißt du was? Ich bin ja dafür, dass wir mal dieses. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst noch spielen können, außer den Tiger zum Beispiel oder. Naja, wir könnten halt den Kodo spielen, weißt du? Der Kodo käme jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Oder Mindgames. Aber sollen wir nicht. Okay. Mach erst den Kodo und nächste Runde machen wir Mindgames. Okay. Also, aber ich mach vorher den Taunt hier kaputt. Das ist scheißegal, wann ich das mache. Das machen. Aber den mache ich kaputt. Dann haben wir nur noch 4 Leben, ne? Das ist dumm.
Ja, du könntest ihn ja auch eigentlich heilen und Mindgames spielen. Okay. Gut. Spielen wir erstmal Mindgames? Ja, macht erst Mindgames. Macht das irgendwie Sinn? Ja, erst Mindgames. Komm. Gib uns was. Naja. Naja. Jetzt kostet unser Circle of Healing nichts. Ja, das kostet vorher auch ja, nichts. Ich weiß. Scheiße, nur noch 6-6. Ach ja. Aber guck mal, was der schon alles geplättet hat. Ja. Die sind arge Probleme. Oh. Guck mal, jetzt hat er nämlich 3-1. Und der hat nur noch 5. Und jetzt kann er die beiden da reinhauen, ist das Ding kaputt. Ja, muss er auch. Aber dann, guck mal, der hat jetzt 3, 4, 5 ja. Minions oder so hat der weggemacht. Sie. Ah, bitte. Demolisher, Der wäre jetzt sehr gut mit dem Stamping Kodo, wenn wir den wegkriegen. Ich würde ja sagen, spiel mal den Mad Bomber. Vielleicht kriegt die Cobra einen ab. Ja. Und dann könnten wir noch den Kodo. Ja. Cobra bitte, bitte, und ein. Ja, ja, oh, sehr schön. Ist ja geil, natürlich zwei auf den Taunt, weil der könnte jetzt auch noch Kapheister gehen, ne? Ja, ich weiß. Aber da scheißen wir drauf. Dann ist das halt so. Los, Kodo, Kodo, Kodo. Tus. Yes! Ed Turn! Ed Bed. Tja, ja gut, wir haben weniger Leben, aber wir können uns halt heilen, ach, ne? Und wir haben hier schon das Inner Fire auf der Hand, ne? Wenn wir jetzt noch ein Dings kriegen. Mhm. Verdopplung des Lebens, habe ich vergessen, wie die heißt, dann haben wir da einen geilen News. Ach, ein Ogre. Pff. Ja, gut. Der geht auch irgendwann flöten. Aber wann? okay. Oh! Warte mal, 6? Ah, wir schade. Wir könnten das auf den. Ah, der Us mit einem Angriff macht keinen Sinn. Nee. Also, guck mal, 6, 7, 8, 9. Nächste Runde könnten wir diese geile Kombo spielen. Mhm, ich würde ja sagen, wir hauen diesen. Für den Ogre jetzt auch diesen Tiger raus. Jo. Und dann können wir schon mal den kleinen Torn kaputt machen und der Kodo kann ins Gesicht oder so. Genau, und dann heilen wir uns noch. Ja. Heilen wir den Bomber? Nö. Macht ja gar keinen Sinn. Ach Quatsch. Obwohl er könnte ihn dann nicht mit seiner Heldenkraft kaputt schießen, was eigentlich nützlich ist. Weil so ein Mad Bomber mehr oder weniger. Ja, das. Weißt du, das sind 3 Angriffe. Ich finde, das kann man schon mal machen. Noch haben wir nicht unbedingt super wenig Leben. Ach du Scheiße. Oh nee, und dieser Taunt. Warum kriegen wir den nicht in der fucking Arena? Aber jetzt ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt den Bomber noch haben. Damit können wir. Oh! Warum macht er das? Ja, er hat Spaß dran. Okay. Ja, gut. Den Bomber gegen die Sunwalkerin, der Tiger macht sie dann fertig und. Yes. Dann spielen wir vielleicht unsere Echoing Us. Und dann machen wir natürlich die Action. Oder? Action. Ich meine. Los, mach die Arten. Also, erstmal den Us spielen. Dann den Temporal Enforcer. Dann ihm mehr Leben geben. Und dann in der Fire drauf. Yes. Geil! Wie wir auch gekonnt einfach diesen. Ich hätte jetzt sogar Circle of Healing mal geworfen, damit wir den Tiger. Oh ja, shit. Jetzt kann er ihn wegpingen. Oh shit, das wäre total schlau gewesen. Ich mache das immer so ungern für einen Minion, aber für einen 5-5er Tiger. Ja. Macht das einfach unglaublich viel Sinn. Und wir haben nur noch 17 Leben. Also wenn er jetzt. Oh! Oh! Er macht den weg. Okay. Ja. Wir haben aber 15, 18 Potenzial. Okay, ich verbessere mich hier. 13 Potenzial. Aber er hat jetzt 6, 12. No. Okay, dieser Dark Cultist, der könnte auch. Eigentlich kannst du alles rauswerfen. Ja, ne? Heilen noch. Mhm. Ich bin gespannt. Ach, der Ogre ist gar nicht gestorben in unserem Tempel. Ach! Ja, verdammt! Das ist nicht gut. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also er könnte, wenn er jetzt ein, wie heißt das nochmal? Pyroblast hat? Sind wir sehr tot. Würde auch, warte mal, 12 plus 6 sind 18.
Und dann könnte er uns finishen, aber er hat kein Fireball anscheinend. Flamestrike bringt ihm jetzt auch gerade nicht sehr viel, zumal das nur wie ein Ektar liegt, das will man ja auch nicht. Oh oh. Ja, ich hab mir das schon fast gedacht. Oh oh. Guck mal, jetzt. Wollt ihr ja gerade sein Oger anpingen? Das wäre ja jetzt was. Jetzt würde nämlich ein Feuerball reichen. Oh ja. Ah, ja. Sehr schön. Also das können wir ja jetzt direkt auf den Oger hauen. Dann, auch wenn er nur ein Leben hat, dann sparen wir hier Minions. Mhm. Richtig? Würde ich auch sagen, weg mit dem Ding. Dann heilen erstmal, vorrangig. Das müssen wir sowieso machen. Und dann räumen wir hier natürlich trotzdem auf, ne? Das ist die Frage, wollen wir, dass unser Dark Cultist drauf... Nee, wollen wir nicht. Nee, das ist... Dann würde ich sagen, die... Aber der Dark Cultist könnte jetzt trotzdem schon mal den 2-2er wegmachen. Ein Us, den 4-4er und alles andere geht ins Gesicht. Ich hätte sonst auch den Kohle da, aber... Hoffentlich hat der kein Pyroblast. Frage ist... Circle of Healing. Willst du? Um den 5-5er zu bewahren. Ja, mach. Hau raus. Ich glaube nicht, dass wir das noch großartig anders brauchen. Oh, shit. 8 Leben, das kann er sowas von direkt machen. Das könnte er rein theoretisch sowas von direkt machen. Manipulator! Okay, das bringt ihm noch nichts. Das bringt ihm jetzt wirklich nicht so viel. Das bringt ihm auch noch nichts. Jetzt kann er noch eine Karte ziehen. Kann er nicht, weil er keinen Mana mehr hat. Ha, well played. Well played. Ja. Aber richtig passend, ne? Gekonnt. Aber sehr, also gerade so, also sehr passend. Ja. Virtual High Five. Ich kam zu spät. Du hast die Lücke gemacht. Ich weiß schon, ne? Du hast dir das dann so ins Haar so. Mm. Was jetzt? Bei der Virtual High Five. In die Locke? Ins Haar, so ins Haar. Macht man das so. Was? Ach, Fischi. Ihr Leute, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst das. Virtual High Five ins Haar? ihr wisst, was ich meine. Fischi, ich kläre dich darüber später auf. Ich habe keine Ahnung, von was sie sprechen. Nach dem Priester, das finde ich nicht so gut. Oh, Inner Fire und Divine Spirit. Also, ich würde das ja gerne beides behalten. Auch noch für den Lightspawn, ne? Ist toll. Kodo weg und dann gucken, was wir kriegen. Oh Mann. Aber wir können ja erst Spitzsachen machen. Aber so sind wir halt. Wir können erst Spitzsachen machen. Gegen einen Priester. Ja, das ist halt ein Problem, ne? Und wenn der erst schon mal Sachen machen kann am Anfang, dann sind wir gearscht. Weil dann bringt so ein Lightspawn auch meistens nichts. Ja, wir fangen schon wieder jetzt weiter an, haben den Coin. Finde ich gut. Und er spielt die Regenbogenkarten. Irgendwie sind die hässlich. Ja, aber so lustig, finde ich. Ich habe jetzt einfach weitergemacht. Ich habe dich jetzt gar nicht mehr abgewartet, ob du da irgendwie was dazu sagst. Halt mich, yay! Ja, danke. Ich finde, wir spielen das Eck. Ja, super. Das ist ziemlich geil, das Eck jetzt. Ja. Pass mal auf, was wir gleich mit dem New Ruby ein Eck machen. Und wir haben sogar genug Mana. Obwohl ich das Divine ja für... Ach Mann, komm doch nicht immer mit so einem Kack hier. Ach, jetzt haben wir ja noch eins. Das ist ja super. 4, ja. Ja, Fischi. Aber dann mit den 4 ins Gesicht. Willst du? Mhm. Mach. Findest du es doof? Mach das. Nee, mach. Warte mal, er hat dann 4-4, ne? Dann kann er das auch nicht mit einer Pain-Karte kaputt machen. Er hat 4-4, nee, das kriegt er nicht weg. Pech gehabt. Okay, los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Wir haben quasi die gleichen Karten auf dem Board, nur wir haben die bessere. Na, da kommt der Lightspawn! Macht nichts. Wir können natürlich jetzt auch wahlweise einen Holy Smite darauf hauen. Ach, schade. Weißt du, was ich gerade für einen guten Gedanken hatte? Wir spielen auch sein Lightspawn, Divine Spirit, und hauen ihn dann mit einem Big Game Hunter weg. Ja, das habe ich auch kurz überlegt, aber das geht natürlich nicht. Unseren eigenen Lightspawn vielleicht, maybe, zum Abtausch? Ja, ich meine, so mit dieser Holy Smite-Variante kriegen wir seinen halt weg, ne?
Und können wie dann Holy Smite und dann was? Holy Smite auf den Lightspawn, dann mit dem 4-4er da rein. Der 4-4er überlebt, wir können ihn sogar noch heilen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Finde ich. Habe ich nicht. Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Weil dann ist er weg, weißt du, der ist schon gefährlich, der macht schon Sachen. Ja. War eindeutig besser, habe ich gar nicht dran gedacht. Fischi, gut, dass du aufgepasst hast. Ja, manchmal mache ich auch Sachen. Manchmal nicht, aber ab und zu mal. Okay. Die Kobra. Sag mal, hat die jeder mitgenommen oder was? Die hatten die auch als Angebot, ne? Aber jetzt hat er natürlich ein bisschen Board Control. Shadow of Death bringt uns nichts. Du leckst? Was? Probier's nochmal? Ja. Oh oh. Bin ich da? Du musst die Pornos ausschalten, die Porno-Downloads. Ach so. Oh nein. Schnell. Ich überlege. Kannst du noch mal was sagen? Nee. Oh, okay. Bing. Ja, ich höre dich kaum. Ich würde jetzt gerne das Board hier clearen. Also natürlich nicht clearen, aber so ein bisschen entschärfen. Da die Kobra dieses Ding eh demnächst tötet, würde ich diesen Krokolisken töten und danach die Darkscale-Healerin spielen. Die heilt ihn dann auf. Der hier kann ihn nicht töten und er muss sich entscheiden, was er mit der Kobra dann macht. Und ich finde im Moment, das ist das Beste, was wir machen können. Und entscheide das jetzt einfach mal, wenn die Jorle nicht da ist. Hier, ich höre dich nicht, leider. Okay. Jetzt muss er gucken, was er mit der Kobra macht. Ja, okay. Was kommt jetzt? Ein Violet Teacher. Ja, jetzt musst du mich aber wieder hören. Oh ja. Jetzt höre ich dich. Jetzt, der Ping war ganz hoch gerade. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich hätte das übrigens jetzt, so wie du gemacht hast, nicht gemacht. Aber ist okay. Jetzt können wir es nicht ändern. Jetzt ist der Zug abgefahren. Mein Gains. Oh, ich liebe es. Ja, lieber ein Lightspawn oder Mind Games? Ah, wir brauchen was fürs Board, ne? Lightspawn wissen wir, woran wir sind. Schon. Ja, mein Ping stinkt. Was heilen wir danach? Du könntest ja auch nochmal Divine Spirit drauf spielen, aber der kann ja auch Schattenwort tot haben, ne? Ja, und dann ist es sehr, sehr ärgerlich. Ah, das war doof. Dann heilen wir einfach das Ei. Ja, das Ei. Aber dann Ei heilen und dann den Dragon noch wegmachen, weil wir müssen Sachen machen. Wir können nicht keine Sachen machen. Mach ihn weg. Ach so, erst heilen. Oh. Erst. Oh shit. Das Ei hat schon richtig viel überstanden das jetzt, ne? Das Ei hat schon viel geholfen auch mittlerweile. Über die Zeit. Und so ein Divine Spirit auf den Lightspawn, falls er jetzt mit 5-5 überlebt und dann damit ins Gesicht, das kann man schon mal machen, auch wenn er danach sterben sollte eventuell, ne? Aber das, wir müssen erstmal abwarten, was jetzt passiert. Oh. Okay, den braucht er auf. Er hatte die ganze Zeit so ein blödes Board Control. Also ich sag... Ja? Ich sage... Du sagst, was... Wir holen uns jetzt tatsächlich mit dem Eck, machen wir den 3-3er Taunt weg, dann haben wir unseren 4-4er auf dem Board. Ja, okay. Mit dem 5-5er machen wir den 3-5er kaputt. Ja, heilen dann und spielen Mind Games. Heilen ihn dann und könnten dann noch den blöden Kack-Golems... silenzen, obwohl das natürlich nicht echt silenzen? Ja, das müssen wir eigentlich nicht, aber dann hätten wir hier ein wunderschönes Board Control. Okay, also, 3-3er weg. Ja. 5-5er da drauf und heilen. Und Mind Games. Mind Games. Mind Games. Mind Games, Mind Games. Und? Oh.
Also ist nicht scheiße, aber hätte natürlich besser sein können. Ich fühle mich immer 5-5, sehr gut. Aber wenn ich Mindgames spiele, fühle ich mich so, als würde ich diese, kennst du diese Surprise-Taschen, diese, die du in jedem Supermarkt und so kaufen kannst für Kinder? Oh Mann. Oh, das ist wie bei unserem Minecraft-Let's Play, wo man diese Reward-Bags kriegt, wo man nie weiß, was drin ist. Ja, schönes Projekt aber auch. Also ich schaue das gerne bei euch. Oh, ich finde es so geil. Ich könnte das immer nicht aufhören, aufzunehmen. Wir haben so unglaublich viel Vorlauf, weil wir ständig aufnehmen, weil wir halt nicht aufhören können, weil es halt so unglaublich viel Spaß macht. Nicht wirklich unglaublich viel Vorlauf. Ich will gar nicht mehr sagen, wie viel. Okay, das geht mir jetzt auf den Sack. Den könnten wir aber silencen. Aber der ist echt stark, also... Das Ding ist, wir können jetzt auch nicht irgendwie den Lightspawn großartig hochbuffen und dann ins Gesicht gehen, weil wir haben wenig Leben. Wir müssen. Ja, wir könnten den Tempel Enforcer trotzdem auf ihn spielen, um den 4-6er wegzuhauen. Um den 4-6er wegzukriegen. Ja, das finde ich gut. 4-4er in den 3-3er. Dann könnten wir immer noch heilen irgendwas. Das machen wir mal so. Also der da drauf, das ist schon mal wichtig. 4-4er auf den 3-3er. Dann, also den 3-4er machen wir natürlich noch nicht kaputt, damit nicht irgendwer viel zu viel Leben kriegt. Ja. Und heilen wir jetzt den Lightspawn oder uns selbst? Ich würde sagen, den Lightspawn. Okay, jetzt haben wir 2-6-6er auf dem Board. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Der hat 8-8, ne? Also wird noch stärker. Wenn er noch Divine Spirit draufbekommt, hat er 16. Ja, zieh dich warm an da drüben. Wahnsinnig gerne in sein Gesicht gehen, aber wer weiß, was jetzt noch kommt. Und gleich hat er wahrscheinlich Mind Control. Das ist ein Mind Control, haben wir gar nicht. Guck mal, ich hätte jetzt den Dark Cultist da reingehauen. Obwohl. Nee, ich hätte auch den genommen. Okay. Aber warum gibt. Oh. Pay attention, Class. Es hört nicht auf. Wieso hat der denn. Der hat zweimal Violet Teacher mitgenommen, ne? Ja. Vielleicht hat er zweimal so eine schlechte... Guck mal, wie viel Leben der jetzt hat. Ja. Also lass uns das mal überdenken. Ja. Also ich... Mein erster Impuls ist es gerade so ein bisschen, den 3-4er zu silencen. Und die beiden wegzuhauen. Die beiden da rechts. Ja, ja. Prinzipiell ist es auch egal, wenn wir jetzt die Violet Teacher einfach wegknallen. Und den Dark Cultist, den hat der Golem halt 2-6. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ja, und dann spielt er dann in der Feier drauf und dann ist Pustekuchen-Alarm. Er hat nur eine Karte und wenn wir Mind Vision spielen, wissen wir, welche er hat. Ja, dann spielen wir Mind Vision. Oh, der Deathlord. Ach, so sieht das also aus. Das heißt, er hat gleich einen Taunt draußen. Der uns aber Sachen gibt, wenn wir... Den könnten wir selber spielen. Aber der hat noch so viel Board. Mach die jetzt erstmal weg, na. Okay. Uns läuft ja auch die Zeit immer davon. Eine Reihenfolge. Achso, wollten wir den jetzt silencen oder nicht? Ich würde ihn silencen. Ja, dann mach Silence. Dann haben wir noch mehr Board. Er hat eh nicht so viel Karten. Okay, dann ist es scheißegal, weil die machen beide 3 Schaden. Weg damit. Okay. Und jetzt noch Taunt oder heilen wir den Lightspawn? Wir heilen den Lightspawn. Wir könnten den Taunt spielen, dann wären die beide safe. Egal. Er macht das. Zu spät. Und noch keine Divine Spirit. Ich will den ja. Prinzipiell wäre es jetzt auch wirklich tatsächlich eine gute Möglichkeit gewesen, wenn wir den voll hochgepumpt hätten, ne? Muss ich ja auch irgendwie drum kümmern, aber wir haben zu wenig Health. Da kommt der Deathlord. Und hoffentlich keine Möglichkeit, wie er jetzt unseren Lightspawn wegmacht. Wie er auch stetig unser Leben runterhaut, ne? Dogger of Healing wäre jetzt echt mal eine Idee. Na gut. Okay, wenn wir jetzt unseren Lightspawn heilen. 14, ja. Dann hat der 7. Und dann nochmal Divine Spirit drauf. Dann machen wir seinen Torn kaputt. Kriegen noch eine Karte aufs Board. Ja, kriegen wir. Ja, weil das ist sein Death Rattle. Achso, ja, ja, stimmt. Ja, ich dachte gerade irgendwas anderes. Ja, ja. Und dann spielen wir auch noch den Taunt, weil wir haben so wenig Leben. Ja, mach das. Ja? Swing. Ach, der. Guck mal, der macht nur 2. Oh, shit. Ah. Okay, aber ey, ist nicht Alter, schlecht. Alter, schön, nicht schlecht. So, den Taunt wollen wir raushauen.
Ja. Und darf ich den 2-3er kaputt machen mit dem 4-3er? Mhm. Endlich dann haben wir hier ein geklärtes Board. Und zack. Und ich würde nichts mehr spielen. Nee, nichts mehr. Okay, das und sieht jetzt ziemlich gut aus. 24, wir haben schon mit drei Minions 24. Wir haben, der kann nicht mehr gewinnen, glaube ich nicht. Der hat zwei Karten, wie soll er das machen? Oh! Da zieht er das Mind Control. Aber ja, den können wir jetzt töten. Big Game Hunter. Haben wir jetzt trotzdem Lethal? Nee, ne? 12, 16, nee, haben wir nicht. Nee. Ja, Big Game Hunter. Oder den, aber wir nehmen Big Game Hunter, ne? Ja, Minion auf dem Board. Ja, Junge. Wir können auch noch eine Karte ziehen. Ja, wir haben auch noch mal eine, ne? Ja, oh! Yes! Yo! Bambalicious! Geil! Ja, das war doch eine wundervolle erste Arena-Runde diesen Monat. Wir haben 40 Gold gekriegt. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 90. Naja, gut. Und es steht 2-0, Jorle. Das yes! Das kann man machen. Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, da bist du auch noch dabei. Gerne. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das waren Jorle und euer Fischi. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.